Und nochmal geht es um Sena, und zwar dieses Mal um das Mesh, genau gesagt Mesh 2.0 von den aktuellen Geräten, die halt meshfähig sind. Was bringt das Ganze? Wie funktioniert das Ganze? Wie gut funktioniert das Ganze? Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, dieses Mal soll es gehen um das Mesh 2.0 von Sena, was ja gekommen ist mit den zwei neuen Sena-Gerätchen, dem 50S, 50R, aber auch zur Verfügung gestellt worden ist als Update, Firmware-Update für das 30K, was ja das erste Sena-Gerätchen war, was das Mesh eingeführt hat und was auch unterstützt wird, zumindest zum Teil, von dem Plus-Mesh-Adapter von Sena. Das ist ja das Teil, was man dazu nehmen kann, um alte, rein Bluetooth-fähige Geräte von Sena halt trotzdem mit dem Mesh zu verbinden. Bei dem Mesh ist es ja so, dass ja Kado da schon die Nase vorne hatte. Bei denen hieß das irgendwie DMC, glaube ich, Dynamic Mesh Communication. Und nicht einfach nur Mesh. Und das haben die schon eine ganze Ecke vor Sena gehabt. Das muss man neidlos anerkennen. Und auch der erste Wurf von dem Mesh war Sena, glaube ich, nicht ganz so gelungen. Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen, weil, wie gesagt, das 30K hatte ich nie in den Fingern. Da habe ich nur immer mal ein bisschen was von gehört. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich kann jetzt nur das Mesh 2.0 in den neuen Sena-Gerätchen letztendlich beurteilen. Wie gesagt, die hatten das schon früher. Offensichtlich war das dann von Sena erstmal, ja, irgendwo müssen wir da hinterherkommen, haben das rausgebracht. Und das erste war wohl, wie gesagt, nicht ganz so prickelnd. Zweite Version, das ist die, die ich jetzt ausprobieren konnte, und zwar relativ ausgiebig ausprobieren konnte, auf der diesjährigen JHV, unserer Jahreshauptversammlung von motovlog.de, von der Community. Die Videos verlinke ich mal hier oben, also da könnt ihr dann mal dickere Mesh-Kommunikationen euch angucken, beziehungsweise ich werde hier auch dann zwischendurch immer mal wieder Teile davon einblenden, so als Beispiel, wie sich das anhören kann. Wer sich dann fragt, wie ich das Ganze aufgenommen habe, dazu habe ich ja auch entsprechende Videos gemacht, die verlinke ich dann auch mal oben irgendwo. Ja, Mesh, worum geht es da überhaupt? Wenn wir uns angucken, bei den vorherigen Bluetooth-Kommunikationsgeräten, da war ja immer diese Kopplung von den Intercom-Kopplung von den Geräten angesagt. Das heißt, mit jedem, mit dem man sich unterhalten wollte über das Gerätchen, musste man eine Verbindung aufbauen. Das Ganze koppeln erstmal. Wenn man dann halt mehrere Leute hatte, dann musste man auch mehrmal koppeln. Also mit jedem Einzelnen. Und dann gibt es ja so die zwei verschiedenen Modelle. Das eine war halt dieses sozusagen jeder mit jedem verbunden. Also ich versuche es mal hier mit drei Leuten am Beispiel irgendwie hier ins Video einzublenden. Ja, das heißt, A muss mit B gekoppelt sein, B mit C, C nochmal mit A, das soll jeder eine Verbindung hatte. Das Ganze hat natürlich immer irgendwie so diesen, oder die Bewandtnis, dass man halt irgendwo, wenn sich die Leute in diesem Verbund sozusagen bewegen, dass immer irgendwie eine Kommunikation noch da ist. Die Alternative dazu war halt so, nennt man Daisy Chaining, also so eine Gänseblümchenkette quasi, wo halt nur A mit B, B mit C, können sich trotzdem alle drei unterhalten, aber da ist es halt wichtig, dass die Leute dann wirklich auch in dieser Reihenfolge bleiben. Weil jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der B sozusagen nach hinten fällt, ganz ans Ende von der Kette, dann muss sozusagen der vorderste ganz nach hinten, und das ist ja die Entfernung, die sozusagen bei der
Reichweite dann immer angegeben ist. Das heißt, es nützt dem im Moment nichts, dass jemand dazwischen ist bei diesem Daisy-Chaining. Und das war halt so immer diese Problematik, wenn man rein auf diese Bluetooth-Kommunikation gegangen ist. Die Mesh-Geschichten, da wurde dann im Prinzip eingefügt, dass sich quasi die Intercoms selber untereinander unterhalten, sich abstimmen, wer kann noch wen erreichen, was sind die kürzesten Entfernungen und dann halt sich selber organisieren mit diesen Verbindungen. Das heißt, die finden sich von alleine, die sortieren sich von alleine so, dass du halt ideal irgendwie eine Verbindung zustande kommen zwischen den einzelnen Teilnehmern. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Kado. Da, wie gesagt, kann ich auch nach wie vor nicht hundertprozentig was zu sagen. Ich habe jetzt da mir allerdings mal die Mühe gemacht und die Bedienungsanleitung zumindest mal so ein bisschen überflogen. Und da ist es dann so, dass man auf jeden Fall erstmal so eine Mesh-Gruppe anlegen muss sozusagen. Und wenn die dann allerdings eingerichtet ist, dann können sich die Leute immer wieder ganz einfach mit einem Tastendruck verbinden. Und wie gesagt, das Mesh übernimmt dann diese ganze andere Geschichte, dass halt die Leutchen untereinander immer richtig verbunden werden, auch wenn die halt die Reihenfolge ändern, die Abstände sich ändern, wie auch immer. Und hat, wie gesagt, bei denen schon länger funktioniert. Der erste Ansatz von Sena war, glaube ich, genauso. Und jetzt mit dem Mesh 2.0 haben sie halt was Neues nochmal eingefügt. Und das ist für mich eigentlich wirklich, ja, so soll das funktionieren. Weil im Zweifelsfall ist das Einzige, was ihr jetzt beim Mesh 2.0 bei den neuen Geräten machen müsst, Antenne ausklappen. Das haben sie meistens geschickt gemacht, zumindest beim 50S. Antenne ausklappen, Knöpfchen drücken, ihr werdet mit Mesh verbunden und fertig. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. Und das war's. Das funktioniert. Und es hat also auch wirklich gut funktioniert, was ich so ausprobieren konnte jetzt. Und das nennt sich Open Mesh bei Sena. Das heißt, die machen jetzt eine Unterscheidung zwischen Open Mesh und einer Mesh-Gruppe sozusagen. Und bei dem Open Mesh ist halt so, da haben sie quasi auch nochmal 10 Kanäle, glaube ich, also oder 9 Kanäle. So ein bisschen wie früher zu meinen Kindertagen so kleine Funkgeräte, die man hatte. Ja. 9 Kanal-Funkgerät und wenn man es halt einschaltet und jeder, der denselben Kanal hat, kann sozusagen sich unterhalten, kann da mitmischen. Einziger Unterschied, was heute besser funktioniert, man muss nicht mehr das Knöpfchen drücken, um was zu sagen, sondern das wird auch noch alles einheitlich gehandelt und auch schön, wie gesagt, hat jetzt für mich relativ reibungslos funktioniert. Standardmäßig ist man halt alle, sind wir halt in dem Kanal 1 drin, kann man halt nochmal ändern, aber das ist halt das Öffentliche und da gibt Sena auch an, dass das angeblich ja, mehr oder minder unbegrenzt an Teilnehmern ist. Wenn das einem das jetzt aber zu öffentlich ist und man will halt doch irgendwie unter sich sein, dann kann man halt eine Mesh-Gruppe erstellen. Das heißt, man wechselt dann von dem öffentlichen Mesh in das Gruppen-Mesh. Das muss dann auch so wie die ganze Zeit bei den anderen auch jemand erstmal einrichten. Aber sobald das eingerichtet ist und man das Gerät ausmacht, wieder anmacht, wird diese Mesh-Gruppe wieder automatisch verbunden sozusagen oder eingestellt als Empfang. Und jeder, der in der Mesh-Gruppe drin ist und in Reichweite kommt, wupp, ist automatisch wieder in der Gruppe drin. Funktioniert, keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Da ist dann aber auch eine Begrenzung drin auf 16 Personen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man kann also sich entscheiden, will man jetzt da hier so ein bisschen für sich sein, kann man eine private Gruppe machen. Wenn man halt einfach nur, sagen wir mal, dem aus dem Weg geht, wählt man vielleicht nicht einfach den Standardkanal 1, sondern geht halt auf die 5, einigt sich auf irgendeinen, dass halt alle, die in eine bestimmte Richtung fahren, auf diesen Kanal gehen, auf denselben und dann hat man zumindest schon mal ein bisschen höhere Chancen, dass man für sich alleine ist, ohne dass man jetzt riesig viel vorher einrichten musste. Einzige Tücke dabei ist, der Plus-Mesh-Adapter, der beherrscht ausschließlich den öffentlichen Kanal 1.
Das heißt, wenn ihr so einen Plus-Mesh-Adapter drin habt, dann müsst ihr auf jeden Fall bei dem öffentlichen Kanal bleiben und da auch bei Kanal 1. Aber ansonsten, wie gesagt, funktioniert das eigentlich auch. Einfach Gerätchen einschalten, Knopf drücken, der verbindet sich im Mesh und wie gesagt, das Adapter oder der Adapter, Entschuldigung, kriege ich ja immer wieder einen für auf die Mütze, verbindet sich halt per Bluetooth mit dem einen Gerät, was er hat, und dann ist er sozusagen auch im Mesh drin. Das Ganze lässt sich dann auch noch mal ein Stückchen ergänzen. Und zwar kann jedes von den Mesh, von den richtigen Mesh-Geräten, sprich 30K, 50S, 50R, die können noch einen weiteren Bluetooth-Teilnehmer mit reinnehmen. Und das haben wir also auch gemacht auf der JHV. Wie gesagt, da konnte ich ja mal richtig ausgiebig probieren. Das heißt, wir hatten an der Freitagsausfahrt, ich gebe euch jetzt gleich mal ein Beispiel, da blende ich dann auf der Seite auch die Teilnehmer ein. Und dann seht ihr mal, da waren 30K dabei, 2x50S glaube ich, ein Mesh-Adapter und dann mindestens noch einmal, dass ein Bluetooth-Teilnehmer mit einem Mesh-Teilnehmer verbunden war. Und alle sind in der Gruppe drin, alle können sich unterhalten, alle können sich verstehen. Hat super funktioniert. So, let's go. Gutes Go. Fahren wir das schön zu dieser Burg da hoch. Mhm. Oh, vibriert hier dann so. Das kann nur ein Ducati sein, oder? Achtung, in der Mitte ist ein Knubbel, ja, wenn er am Tumtor reinfahrt. Können Sie aber alle mitnehmen? Ach, schade, wieder Pflaster. So, jetzt soll ich meine Prinzessin raus. Ui! Das ist die Chefin da. Gräfin von, oder Graf von, was weiß ich. An dem Samstag dann hat man, aus welchem Grund auch immer, da hatten dann einige, glaube ich, denen war das ein bisschen zu viel Erzählerei oder zu viel Geschwätz sozusagen auf einem Haufen, haben sich dann ausgeklingt, da waren es wirklich reine Mesh-Leute, die drin waren. Gebe ich jetzt auch gleich noch mal ein Beispiel, versuche auch einzublenden, wer jetzt wirklich alles dabei war. Und dann alle da. Dort schon. Zumindest viele. Aber da kann ich Martin blendet mal wieder. Da kann ich mein Video wieder aufwerten. Ich habe Gradmelder vor mir. Hashtag vergessen. Hashtag Gradmelder24, @Gradmelder24. Breakout, Blackout beim Abbiegen. Jetzt geh ich wenigstens mal beim Gerry hin drauf. Servus. Blackout beim Abbiegen, genau. Blackout beim Abbiegen. Ich hab so viel mit sich selber redende Motorradfrau um mich rum hier. Komisch, ne? Hunger. Und da sieht man, wie gesagt, das war jetzt da alles jeweils einfach Open Mesh Gruppe 1 und einfach nur morgens draufgesetzt, Knopf gedrückt, gesagt, hallo, ich bin da, wer noch? Und zack, waren alle in diesem Mesh mit drin, ohne dass irgendjemand großartig irgendwas machen musste, koppeln musste, hat einwandfrei funktioniert und das hat sogar so gut funktioniert und die Stelle blende ich euch jetzt auf jeden Fall mal ein, dass irgendwann ist uns ein Grüppchen von zwei Leuten entgegengekommen und die hatten es offensichtlich auch. Das heißt, für den Moment, wo die an uns vorbeigefahren sind, konnten wir sogar, hatten wir die noch mit in der Gruppe drin und konnten die hören und mit denen sprechen. Also das fand ich schon wirklich ein Knaller. Ich habe keinen Ton verstanden. Es reicht nicht. Servus Jungs. Gute. Hallo. 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 Also an dem Wochenende hat es mich, wie gesagt, echt fasziniert. Was natürlich die Technik nicht lösen kann, ist das Durcheinandergeschnatter. Wobei ich echt sagen muss, ich hatte Schlimmeres erwartet bei der großen Ausfahrt. Wir waren ja 25 Motorräder. Und
Deutschland, Senaland, habe ich ja, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt. Also von den 25 Teilnehmern war, glaube ich, 18 Mal Sena vertreten als Intercom. Aber ich glaube, es waren nur 10 oder 11, die dann wirklich jetzt an der Samstagsausfahrt dann im Mesh drin waren. Ist immer noch eine Menge. Verglichen ja auch mit den Beschränkungen, die wir umgekehrt jetzt da bei Bluetooth-Kommunikation haben. Da ist ja je nach Gerätchen nur 4 oder beim Flaggschiff ehemaligen 20S 8 Verbindungen, die Intercom-mäßig gehen. Reichweitenmäßig, da ist ja auch immer wieder, dass natürlich die Hersteller da 1,2, 1,6 Kilometer sowas angeben. Okay, das ist ja unter irgendwelchen Idealbedingungen ist das wahrscheinlich zu machen, aber trotz alledem fand ich, hatten wir auch wiederum bei der Freitagsausfahrt ein Beispiel drin, was sehr beeindruckend war für mich. Und zwar, Freitagsausfahrt hat ja der Dotzer Michel gemacht, oder zumindest die, bei der ich mitgefahren bin, die Burgentour. Und an einer Stelle ist er vorausgefahren, um da oben auf der Burg schon mal die Kamera aufzustellen. Wir hatten dann kurz gewartet und sind dann hinterher gekommen. Und offensichtlich hatte er sein Mesh nicht ausgemacht, er ist einfach weggeprescht. Das heißt, irgendwann ist er halt aus der Reichweite und fällt halt raus aus dem Mesh. Aber wie gesagt, bei Mesh musst du dich nicht drum kümmern. Das organisiert sich dann selber neu durch, passt alles. Auf jeden Fall machen wir dann die Anfahrt auf die Burg und fahren irgendwie um die Kurve rum, kriegen die Burg zu Gesicht und hören auf einmal auch Michel wieder im Mesh drin. Ah, jetzt kommen sie. Ach, da ist ja mal eine Burg, du. Ich höre euch wieder von oben von der Burg. Oh oh. Ehrlich? Ich sehe euch gerade unten um die Kurve rumkommen. Ach du Scheiße, das geht ganz schön weiter. Nicht schlecht. Geht wirklich weit. Da oben sieht der Michel uns jetzt. Siehst du denn nicht leuchten da oben? Aha. Und ich habe es jetzt da mal im Google Maps ausgemessen. Das waren 900 Meter. Okay, es war wie gesagt auch relativ ideale Bedingungen. Wir kamen um die Kurve rum, die Burg oben auf dem Berg. Das heißt, wir hatten halt wirklich Sichtverbindung. Aber das zeigt auf jeden Fall, das funktioniert schon ganz ordentlich, wenn die Bedingungen stimmen. Und wie gesagt, durch das Mesh und selber organisieren, funktioniert das halt auch bei einer relativ gestreckten Gruppe dann noch recht gut, weil der halt immer sich die kürzeste Verbindung zwischen den jeweiligen Leuten sucht und dann trotzdem noch alle zusammenhängt. Also war für mich auch schon recht beeindruckend in dem Moment. Aber natürlich funktioniert das nicht immer so perfekt. Also jetzt die Stellen, die ich euch rausgesucht habe, das waren schon zum größten Teil hat sich das so angehört, aber natürlich gab es immer mal wieder auch Störungen. Eine gab es lustig, wo man halt wirklich so gesehen hat, das ist offensichtlich jetzt ja eine programmiertechnische Störung gewesen. Da hat man kurzzeitig mal, zweimal hat man es glaube ich, hat man für ein paar Momente lang so ein Echo drin gehabt, was sich angehört hat, wie auf so einem Jahrmarkt, wenn hier die bei ihren Fahrgeschäften dann immer so eine Ansage machen. Das war recht lustig, kann ich euch glaube ich auch mal einblenden. Oh, Landwirtschaftssimulator, den habe ich auch. Und das andere war dann halt wirklich Störung. Und da muss ich halt sagen, haben auch andere bestätigt, in den meisten Fällen war es dann halt, sobald Bluetooth-Geräte mit reinkamen, wurde die Störanfälligkeit höher. Also da waren die Chancen größer, dass es mal irgendwo geknistert, gerauscht hat. Wobei man aber auch sagen muss, wir hatten wirklich auch Leute drin, habt ihr ja an dem Beispiel gehört, die waren per Bluetooth mit einem Mesh-Teilnehmer gekoppelt, waren dadurch im Mesh drin und haben wirklich glockenklar sich angehört und auch zum größten Teil glockenklar angehört. Nichtsdestotrotz, sobald ihr halt anfangt und fangt an reinzumischen irgendwelche Bluetooth-Teilnehmer,
dann steigt auf jeden Fall die Gefahr, dass halt die Audioqualität ein bisschen in die Knie geht. Und was ihr auf jeden Fall halt machen müsst, wenn ihr Bluetooth-Teilnehmer mit einem Mesh-Teilnehmer koppelt, dass die zwei halt immer zusammenbleiben, weil da gilt definitiv diese Entfernung zwischen den zwei Teilnehmern sozusagen, die muss irgendwo eingehalten werden, so niedrig wie möglich gehalten werden, dann klappt das auch relativ gut. Und ansonsten die Mesh-Leutchen unter sich, wie gesagt, das wird ja von alleine entsprechend organisiert. Das Einzige, was noch aufgefallen war, was Störungen beim Mesh erzeugt hatte, war das Plus-Mesh-Adapter. Da ist aufgefallen, dass die Position von dem Ding relativ wichtig ist. Das haben wir halt, wie gesagt, festgestellt. Der Michel, der Dotzer, der hatte das Plus-Mesh-Adapter. Das ist übrigens auch das, was ich hier, wenn ich jetzt irgendwas mal eingeblendet habe, sozusagen ins Bild halten konnte. Das ist das Plus-Mesh-Adapter von Michel, das er mir mal zur Verfügung gestellt hat für das Video. Und da war es wirklich so, er ist ja vorne weggefahren und hatte das Adapter am Anfang vorne an seinem Lenker irgendwo festgemacht. Das heißt, es war sozusagen von der eigentlichen Gruppe weggerichtet und hatte ihn noch dazwischen. Und da gab es viel Störgeräusche drin, Knistern, Knacken, was auch immer. Oh, mein Antenne ausrichten, die Mesh-Antenne, das ja auch genau nach oben zeigt. Seid ihr alle dabei, ja, ne? Jetzt ist es aber grisselig. Ja, jetzt ist es komisch. Michel, hat Störung. Ich mach keine Störung. Nachher hat er es dann hinten dran gemacht, hinten am Gepäckträger irgendwo, da war die Qualität um Welten besser. Also da ist es ja relativ wichtig, wo er das hinmacht, dass das wirklich möglichst frei hängt mit der Antenne. Wundert mich ein bisschen, weil das Plus-Mesh-Adapter hat ja mit die größte Antenne dran. Ja? Viel größer als das, was hier bei den Geräten dran ist, und trotzdem ist es am empfindlichsten gewesen, was das angeht. Ja, aber das waren eigentlich so die Geschichten, die ich dazu zeigen konnte, erzählen konnte. Falls ihr noch irgendwas habt, was ihr wissen wollt, könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare schreiben und ich versuche das noch zu beantworten. Aber ansonsten war das jetzt das gewesen, was ich sozusagen zu dem schönen Mesh erzählen kann. Wie gesagt, für mich ist das halt wirklich so, so kann das funktionieren. Ja? Wirklich, man geht irgendwo hin, zack, Antenne raus, Knöpfchen gedrückt, verstehst du mich? Ja, passt. Und wenn man dann halt sagt, okay, jetzt ist mir das aber ein bisschen zu viel, dann wechselt man einen Kanal oder macht halt wirklich ein privates, private Mesh-Gruppe aus, einwandfrei. Also je nachdem, wie weit man sich da reinfuchsen muss, aber in der einfachsten Variante ist es wirklich nur aufklappen, Knopf drücken, funktioniert. Das fand ich also wirklich sehr faszinierend. Einziger Wermutstropfen dabei ist halt wieder, es funktioniert halt wiederum nur mit Sena. Also geil wäre es halt wirklich, wenn sich die Hersteller da mal auf was einigen könnten, aber das wird aus meiner Sicht nicht passieren, weil natürlich jeder, man sieht es ja jetzt mit dem Mesh 2.0, hat aus meiner Sicht Sena jetzt wirklich wieder die Nase vorn, was Mesh angeht gegenüber Kado. Aber Kado wird sich da auch nicht lange drauf ausruhen und wird mit irgendwas um die Ecke kommen. Und das ist natürlich für jeden immer das, ja, das Verkaufsargument irgendwo. Wie gesagt, ich denke nicht, dass sich da was dran tun wird. Und deswegen hängt es natürlich dann immer wieder sehr viel damit zusammen, ja, was eure anderen Kumpels halt haben für ein Gerätchen. Und damit euch so ein Stück weit die Entscheidung unter Umständen abnehmen. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Eigentlich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, und damit bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.